Bildung hat Priorität 1 im Landkreis Ebersberg. Seit 2013 haben wir über 50 Millionen Euro in die Sanierung und den Ausbau unserer 10 Landkreisschulen investiert. Über 8 Millionen Euro allein hier am Gymnasium Grafing mit der Generalsanierung des Altbaus, einem neuen Pausenhof und einer neuen Aula. 2017 hat der Kreistag auf meine Initiative einen Masterplan Schulen beschlossen. Wir werden in den nächsten 10 Jahren über 160 Millionen Euro in die Bildung, in die Zukunft unserer Jugend investieren. Darunter ein 5. Gymnasium in Poing und ein Berufsschulzentrum in Grafing Bahnhof. Seit 2015 sind wir Bildungsregion in Bayern. Kein Talent darf verloren gehen. Wir bauen Zukunft für unsere Jugend.